Fantastic. Und damit willkommen zurück zur Season Minecraft Pocket Edition. Und mit mir dabei ist der Marwell. Und wir haben jetzt erstmal hingekriegt, das über Internet jetzt zu spielen. Mit der App Minecraft for Pocket Edition. Und jetzt baue ich mir mal eben noch einen Pfeil. Gehe dann raus, suche schon mal ein paar Monster. Und wir haben uns das jetzt quasi wie folgt überlegt, dass wir jetzt das quasi aus beiden Perspektiven aufnehmen. Beziehungsweise in beiden Perspektiven auch dann schneiden, hochladen und so weiter und so fort. Und genau. Das ist quasi. Ich denke mal, es macht Sinn, weil wir teilweise ja gleich doch schon uns mal aufteilen wollen. Ich will auf jeden Fall gleich mal die andere Insel erkunden. Wollen auch noch das Häuschen bauen. Ich habe jetzt auch noch die ganzen, jetzt habe ich endlich auch mal die ganzen Challenges noch hier rumfliegen. Was haben wir denn bisher gemacht? Wir können ja mal eben zusammenfassen. Wir haben Werkzeuge gecraftet, wir haben Unterschlupf gebaut. Eisenrüstung habe ich. Du hast sie jetzt nicht mehr, du hast sie doch. Du hast deine Sachen abgelegt. Genau, du hast deine Sachen abgelegt. Ich habe meine Goldrüstung, aber ich habe ja letztes Mal die Eisenrüstung verloren, weil mich der Zombie da in die Lava geschmissen hat und ich dann quasi rundherum zwei Blöcke hatte, wo ich nicht rauskam. Ja, oder nee, bin ich reingelaufen. Ich weiß nicht, irgendwas war mit Lava auf jeden Fall. Eisenrüstung haben wir. Ja gut, dann musst du deine noch bauen. Dann können wir da auch nicht. Ich werde jetzt auch diesmal immer einblenden. Ja, ich gehe jetzt erstmal noch Eisen farmen auf jeden Fall. Erntemaschine bauen noch, in den Nether gehen. Das heißt, wenn wir brauchen auf jeden Fall Diamanten, das kannst du ja dann machen. Hast du Kohle? Gleich schon mal nach dem Essen. Was? Hast du Kohle? Nö. Also das wäre das Problem jetzt mit der Edition hier. Wir dürfen nicht keine Holzkohle machen, sonst stürzt es ab. Gut, dann gehe ich einfach jetzt unten wieder in die Höhle, wo ich eh gestorben bin und versuche da nochmal ein bisschen Eisen zu farmen und Kohle und sowas. Ich baue jetzt einfach hier nochmal einen dritten Ofen hin. Alter, ich meine, das darf mich hier schon für die ganze Zeit. Da bin ich schon 20 Mal hochgelaufen, so. Ja, wobei, es bringt das was? Ach komm, ich baue den Ofen jetzt trotzdem mal hier hin, was soll's. Und dann muss ich gleich mal gucken. Es ist halt, wie gesagt, jetzt gerade wieder Nacht. Das ist jetzt ein kleines Problem, was wir haben. Ja, die ersten 6 Folgen haben wir nur so Bild in Bild quasi gemacht und dachten uns, jetzt können wir, wenn wir es eh beide aufnehmen, dann können wir auch. Ja, weil wir bei den ersten 6 Folgen ja auch quasi, das Problem war bei den ersten 6 Folgen, dass du ja quasi mit dem Handy aufgenommen hast, weil du dein iPad nicht da hattest. Und deswegen war es halt immer so ein bisschen problematisch, dass wir dann halt nicht. Ja, es ist so einfach, finde ich, wenn man halt die Möglichkeit hat, und das ist, als iPad hat ja eh nicht 16:9. Das heißt, du hast den Rahmen sowieso da. Genau. Und ich meine, wir werden uns später sowieso aufteilen, wenn ich dann auf die andere Insel gehe. Von daher macht es dann auch Sinn, dass man halt, dann beides zur Verfügung hat, finde ich jetzt so. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, finde ich auch. Und, Feder? Alter, ich kann schon wieder die scheiß Dinger nicht einsammeln, die scheiß Erfahrung. Wenn ich nur eine Feder habe, dann hole ich mir mal eben noch ein bisschen Gravel. Dann brauche ich mir gleich noch einen Pfeil. Hoffentlich kriegen wir jetzt noch ein bisschen Flintstone hier raus. Das wäre natürlich gar nicht mal so schlecht. So, ja, übrigens, wir können jetzt zu diesem Zeitpunkt leider auch noch nicht auf die Kommentare eingehen zu den ersten Folgen, weil wir das jetzt quasi noch davor aufnehmen. Das heißt also, für uns selber kommt diese Folge jetzt erst heute raus, die erste. Genau. Deswegen können wir da leider noch nicht dann drauf eingehen, aber soll ja auch egal sein. Trotzdem natürlich noch immer die Bitte, wenn ihr noch irgendwelche Challenge-Ideen habt oder sowas, dann schreibt sie in die Kommentare und dann wollen wir mal gucken, dass wir das machen. Wie gesagt, Eisenrüstung muss der Kollege sich noch holen. Genau, ich hab noch die Goldrüstung, ich hatte ja letztes Mal schon eine Eisenrüstung, bin dann in die Lava gekommen irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob ich du bist ja in die Lava reingefallen. Irgendwas, ich glaube, ich bin irgendwo hergelaufen, wo ich die nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie, es ist jetzt auch schon irgendwie anderthalb Wochen her, dass wir das aufgenommen haben. Deswegen bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Aber ich muss jetzt ein bisschen, was habe ich denn? Ein einziger Feuerstein, ist klar. Essen ist auf jeden Fall eine Sache, die wir wirklich noch mal in den Griff kriegen müssen. Das wird auf jeden Fall noch ein Problem werden, glaube ich, für später. Ja, ich weiß ja, das Problem ist, ich kann jetzt halt nicht raus, weil es Nacht ist. Ich will es nicht unbedingt riskieren, dass irgendein Creeper alles kaputt macht, den ich nicht sehe. Ja, deswegen schon muss man klar. Überlegen, was steht denn auf meinem Zettel drauf? Ja, das sind halt alles noch Sachen, die halt noch ein bisschen schwieriger auch noch sind. Na gut, Strandhaus bauen kann ich dann machen, wenn's hell ist. Die anderen Inseln erkunden mache ich dann auch noch später an. Stimmt, ein Bötchen können wir doch schon mal bauen. Was brauche ich denn dafür? Hier bin ich gestorben, glaube ich, letztes Mal. In dieser Version gab es doch schon Boote, oder? Hast du nicht letztes Mal schon eins gehabt? Nee, Boot noch nicht. Ich bin mir aber sicher, dass es hier in dieser Version eins rein theoretisch. Ah, mir fehlt ein String, da könnte ich mir eine Angel bauen. Ach, ich habe einen Eimer mitgenommen, scheiße. Ich habe noch ein paar Pfeile gebaut, jetzt habe ich 13 Pfeile. Ich muss das nur mal ein bisschen umstrukturieren. Warte mal, wie mache ich das denn mal? Also mit dem Umstrukturieren ist hier mal so ein bisschen scheiße, finde ich. So, das ist doch schon mal besser. Jetzt haben wir nämlich schön das Schwert links, dann den Wie nah man hier dran muss. Einen Eimer habe ich auch noch. Das Problem ist jetzt, ich bräuchte eigentlich noch. Ich
geh jetzt mal raus, komm. Tür zu. Ja, irgendwann muss man ja sowieso was riskieren, dass du. Ich meine, im Endeffekt, du kannst draußen mal gucken, ob unser Feld halbwegs fertig ist. Dann kannst du vielleicht schon mal ein paar Brote machen wegen Essen und so. Ich meine, ich habe jetzt noch ein Schnitzel bei. Das wird auch nicht ewig halten. Okay, drei Pfeile für so einen Zombie ist natürlich auch relativ Verschwendung. Hätte ich jetzt eigentlich auch nicht gebraucht. Ja, genau, der Klassiker. Du läufst hinterher und das Schwein läuft quasi so weit weg, dass du nicht mehr daherkommst. Was ist da denn noch? Oh, ein Skelett. Da lauf ich mal weg. Ich komme immer noch nicht so ganz gut mit der Steuerung. Skelette muss ich echt mit dem Bogen ankämpfen, das bringt uns nichts. Komm, put. Wer zielt besser? Ich ziel besser, oder? Ja, es ist kaputt. Ah, es hat Pfeile liegen gelassen, sehr gut. Oh, da ist auch noch eins. Ja, im Endeffekt, aber die Pfeile, die Skelette raushauen, das sind immer nur eins, zwei oder so, genau wie die Bögen. Im Endeffekt muss man sich das eher alles selber bauen. Ja, besser so, als dass mich das Skelett dann kaputt macht. Ja, klar. Ne? So, das ist auch kaputt, sehr gut. Das ist nämlich scheiße, vor allem wenn das Skelett irgendwo halb im Wasser noch rumeiert. Nee, in das Loch laufen, Schwein. Ah, sehr gut. Hier waren wir auch überall schon, aber da oben ja, ist Eisen. Ja, genau. Verpiss dich. Gib mir lieber einen String für die Angel. Ey, nice, da liegt noch eine Rüstung. Aber da komme ich nie im Leben hin. Nein, ich hab keinen String bekommen, scheiße. So, jetzt leuchte ich hier nochmal so ein bisschen aus. Vor allem auch in den Ecken, damit wir da noch gleich, einen weiteren Stück. Da hinten war ich ja schon auf der Insel, das heißt, wir gehen später auf jeden Fall noch auf die Insel, die auf der anderen Seite ist. Und gucken wir mal, hier ist noch ein Pfeil, kriege ich den? Dann gucken wir mal noch. Hier ist auch noch überall. Ah, sind auch schon ein paar Bäume. Soll ich die auch mal wegmachen? Ja, ne? Noch eine Spinne! Ja, mach die Bäume. Fällt das jetzt in die Lava oder kriege ich das? Wow. Spinne, komm. Nicht aggro werden. Ich hab den String. Ich kann gleich angeln. Sauber. Ich kann gleich angeln. Gott, komm her, Spinne. Hier muss man echt ziemlich und genau klicken, ey. Zwischen die Augen. Bam! Zwischen die Augen. Gib her, die Scheiße. So. Darf jetzt nur kein Skelett kommen. Okay. Muss man Ich spiele auch diesmal ein bisschen anders. Also das iPad liegt diesmal einfach vor mir auf dem Tisch. Ich habe das jetzt nicht in der Hand. Ich weiß nicht genau, ob man. Es ist ein bisschen anders zu spielen, es ist ein bisschen ungewohnt, aber. Ah, muss man mal gucken. Wird wohl klappen. So, jetzt mach ich mal den Baum hier weg. Und es wird hell! Es wird hell! Wir können gleich endlich auf die andere Insel rüber. Und angeln können wir auch gleich. Sehr gut. Goldapfel brauchen wir eigentlich erst nicht, oder? Wüsste nicht ohne wofür. Was machst du denn gerade? Ich bin gerade unten in der Höhle und farm. Hier bin ich reingefallen, glaub. Ich glaube, hier bin ich reingefallen beim letzten Mal. Die Sachen sind weg. Hä? Die Sachen sind weg. Naja, klar sind die weg, aber. Oh, eine Kuh. Ich hätte mir mal einen Eimer mitnehmen sollen, oder? Ich mach mir mal eben. Ja, ein Wassereimer ist natürlich nicht verkehrt, ne? Oh, ja, genau, das ist immer der Klassiker. Die laufen dann hinterher so schnell weg, die Viecher, dass du sie gar nicht mehr einfangen kannst. So, Zuckerrohrernte kann ich auch mal eben machen. Zuckerrohr, wer sich erinnert, brauchen wir ja später noch für die Bücherregale zum Verzaubern. Die liegen alle noch hier. Hier liegt noch was. So. Woran erkenne ich denn, ob das hier... Ja, ich glaube schon, dass das schon halbwegs wenn's ganz gelb, auf dem Wenn es ganz aber, gelb ist, ist es gut. Ja, aber mit der Steuerung ist man dann aber auch so ungenau, da warte ich lieber, bis das ganze Feld fertig ist. So. Ey, man kann hier so scheiße Blöcke und platzieren. Und jetzt noch... kann ich jetzt endlich mal... Es scheint echt noch kein Boot zu geben in dieser Version, habe ich das Gefühl. Hä, doch, da ist es. Was brauche ich dafür? Lol, eine Schippe. What the fuck? Ah ja, stimmt, du brauchst die Schippe für das Paddel. Ernsthaft? So, jetzt haben wir ein Boot. Jetzt haben wir eine Angel. Jetzt mache ich mir nur eben das Fleisch zurecht und dann gehe ich auf die andere Insel rüber. Oh, hier ist Wasser, das ist super. Da ist Wasser. So, du brauchst auf jeden Fall Diamanten und du brauchst... Ich brauche jetzt einen Ofen und dann baue ich mir erstmal einen Wassereimer. Und dann gehe ich hinten über diesen großen Lavasee. Ich habe kein Gravel mehr. Ich habe noch 4 Pfeile, die reichen erstmal aus. Aber das Gravel ersetzen wir mal durch die Angel. Durch die Angel. Ich kann gleich angeln. Und dann ersetzen wir noch die... Die Pfeile ersetzen wir durch das Boot. Jetzt habe ich ein Boot. Und ich habe Essen. Und ich habe eine Angel. Was brauche ich denn jetzt? Angeln dauert auch 100 Jahre, oder? Da kannst du aber lustige Sachen mit rausziehen. So, der Fred setzt sich jetzt ins Bötchen und haut ab. Zack, Tür zu. Die Insel war ja auf der, jetzt von mir aus jetzt gesehen, rechts war das jetzt ja rüber. Dann setzen wir das Bötchen. Ich bin noch nie Boot gefahren in Minecraft Pocket Edition. Mal gucken, wie das funktioniert. Ich kriege hier überhaupt was, aber nochmal das schon. Das Bötchen, ne? So, zack. Ey! Ich bin rein, ey, ja genau. Ja, ich bin drin.
abbremsen, um das Boot zu verlassen. So, einen noch, einen noch, einen noch. Aber bist du jetzt schon zu der anderen Insel rübergefahren, oder was? Ich mal wüsste, wie das funktioniert. Hallo. Oh ja. Ja, genau. Ja, genau. Hm? Das ist ja eine Scheiße. Warum? Du musst. Hä, was? Du musst beide. Du hast hier so zwei Pinwüppel zum Steuern. Nein. Und hast dann. Und quasi, es ist total komisch einfach nur. Ja, genau. Komisch. Ich hab einen Stein. Ich hab mich in Obsidian eingebaut. Ja, läuft bei dir. Ich wollte Wasser in die Lava machen und dann hat mich das. Das Minecraft Let's Play hat mal wieder seinen unvermeidlichen. Ach Leute, wie dumm war das denn? Diese Steuerung ist aber auch unter aller Kanone, ey. Ich hab extra zurückgedrückt, hab das Wasser gesetzt und hab mich das andere Wasser oder mein Wasser hat mich selbst in die Lava gebaut und dann über mir Obsidian konstruiert. Ach, leck mich doch. Volle Lautstärke. Jetzt zeigt er wieder Lautstärke an, komischerweise. Gerade im Spieler da, oder? Oh, hier ist auch was explodiert. Überleg das zu essen. Hätte ich am Anfang keine Lautstärke. Ihr lag doch gerade ein Schnitzel. Alter, das ist einfach. Das ist einfach so langsam mit dem Boot. Ich weiß auch nicht, was ich falsch mache gerade. Hä, also ganz ehrlich, mit dieser Steuerung da in den Höhlen rumeiern, du backst auch hier voll rum irgendwo. Der schwimmt voll langsam mit seinem Boot, ich weiß aber auch nicht genau warum. Da vorne sind noch mehr Inseln. Guck mal, was er macht. Ich habe keine Ahnung, es sieht sehr cool aus mit dem Boot, das auf jeden Fall, und irgendwie der Sound ist immer weg. Ich glaube, es leckt ultra, weil du fährst nur noch von links nach rechts hier bei mir, so. Ich bin schon auf dem Weg dahin, aber... Ja, dann warten wir das mal ab. Ah, ganz ehrlich, diese Steuerung ist kacke für unter der Erde, ey. Ich glaube, mit dem Schwimmen wäre ich fast schon schneller gewesen. Weil irgendwie, das ist einfach voll langsam. Das ist irgendwie, das haben sie irgendwie auch umgestellt. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei der Pocket Edition ist. Ich habe links und rechts ein Pinöbel, so ein Pfeil. Und dann, wenn ich halt links und rechts drücke, dann benutze halt beide von den Paddeln. Aber sonst benutze halt nur eins, ne, wenn du in eine Richtung willst. Mhm. Aber es ist einfach voll langsam. Jetzt habe ich mal beide gedrückt, aber es wird auch nicht schneller irgendwie. Es ändert sich irgendwie nicht so richtig was. Ich hoffe mal, ich habe Sound. Ich weiß nicht genau, woran das jetzt liegt. Wieso, was denn los? Er zeigt mir in der Elgato, zeigt er mir keinen Sound an. Gerade. Eben hat er mir noch welchen angezeigt und die Lautstärke ist auch im Spiel selber voll da. Okay. Keine Ahnung. So, der Hungerball. Oh, jetzt wird's doch gleich schon wieder Nacht, scheiße. So, ich geh jetzt nochmal runter. Ich probier's jetzt einfach nochmal. Ich nehme jetzt hier noch drei Weizen mit. Ja, wir brauchen unbedingt Diamanten. Ja, ich hatte das Eisen ja dagelassen. Das heißt, das Eisen ist noch im Ofen. Ich habe gerade quasi nichts verloren, außer meine gammelige Goldrüstung, die ich eh noch von dem Zombie hatte. Ich schmeiß das scheiß Boot gleich weg, das ist ja voll langsam. Bringt ja gar nichts. Ja, die Steuerung ist wirklich unter aller Kanone. Ihr seht es, wo ich hingedrückt habe und wo er gerade das Weizen abgebaut hat. Das ist echt unter aller Kanone, ey. Steuerung ist richtig scheiße. Die sind auch am Handy noch tausendmal besser als am iPad. Wie ungenau ist das denn? Guck mal, wo ich hindrücke. Jetzt geht's. Also es scheint echt jetzt so schneller zu sein, als wenn ich im Boot sitze. Weil da habe ich so das Gefühl.